Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Friday Night SmackDown. Bevor wir mit irgendetwas hier starten, steht William Regal im Ring. Unser General Manager hat etwas zu sagen. Wir haben mit Bray Wyatt eines der kreativsten Genies der WWE-Geschichte verloren. So schnell wird niemand das Level erreichen können, auf dem er sich bewegt hat. Falls das überhaupt möglich ist. Im Gedenken an Bray werden 6 seiner früheren Gegner um den Platz als Number One Contender auf den World Heavyweight Championship antreten. Heute und nächste Woche gibt es jeweils ein Triple Threat Match. Die Sieger treffen dann eine Woche danach gegeneinander an. Und dann möchte ich noch sagen, danke Bray Wyatt für die letzten Jahre, in denen ich mit dir zusammenarbeiten durfte. Du warst eine große Bereicherung für das Business und hast es geprägt auf eine Art und Weise, wie sie so nicht vergleichbar ist. Finde Frieden und follow the Buzzards. Starke Worte von William Regal. Wir werden also eine Art Turnier sehen in den nächsten 2 Wochen. Und ich bin dann sehr gespannt, wer am Ende gegen Roman Reigns antreten darf bei Clash at the Castle. Ja, dann starten wir rein. Unsere heutige Show beginnt mit Robert Roode und Dolph Ziggler, den Dirty Dogs. Sie treffen auf Montez Ford und Angelo Dawkins, die Street Profits. Das Ganze wird simuliert. Und die Street Profits gewinnen. Moment. Da haben wir die Street Profits. Dann geht es weiter mit Austin Theory gegen Tyler Bate. Austin Theory, ja, auch ein Neuzugang hier von Raw. Kann sich direkt beweisen oder es auch direkt sein lassen. Er beweist sich und gewinnt gegen Tyler Bates. Weiter geht's mit einem Triple Threat Match. Wesley, Tiba und Pac treffen hier aufeinander. Das ist noch keines der angesprochenen Triple Threat Matches. Es wird simuliert. Und durchsetzen kann sich hier tatsächlich Pac. Dann haben wir Shinsuke Nakamura gegen einen weiteren Neuankömmling, Rob Van Dam. Mal schauen, wer sich durchsetzen kann. Es ist Shinsuke. Und er möchte sich nicht markieren lassen. Jetzt. Ja, dann haben wir es gerade schon ganz leicht gesehen. Ein weiterer Neuzugang mit AJ Lee hier gegen Anna Jay. Der einzige weibliche Neuzugang für Friday Night SmackDown und AJ Lee kann hier auch gewinnen. Dann noch ein Tag Team Match. Cruz del Toro und Joaquin Wild. Boah, Entschuldigung. Die Jungs von Legado del Fantasma zusammen natürlich hier mit Santos Escobar am Ring gegen Luke Gallows und Karl Anderson, den OC. Mir fällt gerade auf, ich sitze hier in einem OC-Shirt. Und das bringt ihnen auch Glück. Der OC kann gewinnen, die ehemaligen SmackDown Tag Team Champions. Und bevor es dann in unser erstes Triple Threat Match geht, hat, glaube ich, nochmal... Ja, genau. MJF begibt sich zum Ring. Hat scheinbar auch nochmal etwas zu berichten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Changing Games war... Diese Niederlagen waren vermeidbar. Hätte Buddy den Pin unterbrochen... Max, was machst du denn hier draußen? Jetzt nicht, Roman. Ich versuche doch nur, das Momentum des Beast Empire wieder aufzubauen. Max, du musst hier nichts aufbauen. Nichts außer deiner Performance im Ring. So wie ich das sehe, habt ihr alle 4 eure Matches verloren. Ich hingegen habe im Match der World Champions mehr als dominiert. Du weißt, was das bedeutet, oder? Du wirst wieder zurück nach hinten gehen und dich darum kümmern, dass ihr eure nächsten Matches nicht verliert. Ab heute führe ich das Beast Empire an, als World Heavyweight Champion und als Sieger. Ach, und Max? Sorgt dafür, dass Buddy und du nächste Woche fit seid. Da warten 2 hungrige Wikinger auf euch. Da bröckelt es ein bisschen. Da bröckelt die Fassade beim Beast Empire, wie es aussieht. Roman Reigns will das ganze Ding also übernehmen als einziger Sieger aus den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob da schon so ein bisschen die Angst in Anführungsstrichen spricht
vor einem seiner nächsten Gegner. Wir sehen schon die ersten drei Jungs. Bobby Lashley, Kevin Owens und Seth Rollins. Seth Rollins gleichzeitig Neuzugang. Wir springen mal rein. Und Seth Rollins, ja, man könnte sagen, eigentlich... Oder was heißt eigentlich? Von diesen dreien, der aktuellste Gegner von Bray Wyatt. Jeder hatte seine Reibereien mit Bray Wyatt. Kevin Owens bekam es ja hin und wieder mit dem Fiend zu tun. Genauso wie es auch bei Seth Rollins der Fall war. Oh, da gibt es schon ein Cover gegen Bobby Lashley. Aber Kickout. Gleich nochmal dazu, warum Kevin Owens das Cover nicht aufbrechen wollte. Doch, da gehe ich gleich drauf ein. Ja, Seth Rollins bekam es ja mit Bray Wyatt zu tun als den Fiend. Da ging es ja noch um den Universal Title. Unter anderem. Ja, und Bobby Lashley, der sollte eigentlich bei der mittlerweile dann jetzt vorletzten Rückkehr von Bray Wyatt sein Gegner sein. Noch bevor dieser Universe Mode begonnen hatte. Und jetzt wird er hier mit in dieses Match geworfen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wer sich hier durchsetzen kann. Und wir sehen schon, ist Kingslayer nie gegen Kevin Owens hier. Aber Kickout bei 1. Und warum die Jungs die Cover hier gegenseitig nicht unterbrechen, das liegt daran... Also Bobby, das hat jetzt schon zum dritten Mal nicht funktioniert. Was ist da los? Das liegt daran, dass wir hier ein Triple Threat Elimination Match haben. Oh, aber die Military Press funktioniert dann hier gegen Kevin Owens. Genau, Elimination Rules bedeutet, der erste Fall wirft nur einen Gegner raus. Dann geht es mit einem 1 gegen 1 weiter. So, die zweite Senton ging gerade daneben und wir sehen Seth Rollins wieder zurück im Ring, der sich direkt um Bobby Lashley kümmert. Und auch hier so ein Knie zeigt und dann aber die Close-Hand in den Nacken bekommt von Kevin Owens. Ja, und wie William Regal schon sagte, der Sieger dieses Matches trifft dann übernächste Woche auf den Sieger des Triple Threat Matches von nächster Woche. Und da gibt's die Schläge mit der Ringtreppe gegen beide. Erst gegen Bobby Lashley und dann gegen Kevin Owens und jetzt Owens auch noch abgeräumt hier mit dem Forearm Strike. Running DDT. Gegen beide, auch hier. Es wird wirklich darauf geachtet, dass beide Gegner dasselbe Maß an Schaden nehmen. Und ich wüsste gar nicht, gegen wen oder für wen ich hier argumentieren soll, dass er wirklich der beste oder die beste Wahl ist. Oder wer die meisten Chancen hat. Und wieder ein DDT von Owens. Rollins rollt sich raus, ist vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Und was macht jetzt Kevin Owens? Er geht in diesen Swinging Neckbreaker gegen Bobby Lashley. Währenddessen bewaffnet sich Seth Rollins mit dem Candlestick. Oh! Streckt Owens nieder. Und bei dem Pin stimmte irgendwas nicht, auch interessant. Slingblade gegen Bobby Lashley. Owens ist da noch in der Ringecke gefangen. Wird aber einfach hier abgeräumt mit dem Stomach Breaker. Und jetzt Torture Rack. Gegen Rollins. Nein, gekontert. Und er will Bobby hier schon raushauen. Aber der kickt aus. Interessiert den an der Stelle hier gar nicht. Was Rollins mit ihm anstellt. Oh, schöner Rolling Forearm. Und von Bobby gibt es die Snake Eyes gegen Seth Rollins. Ja, Suplex abgewehrt. Da zeigt Bobby Lashley selbst einen Überwurf. Und da gibt es den Pedigree. Pedigree von Rollins gegen Bobby Lashley. Aber das Cover gibt es gegen Owens nach dem Slingblade. Der natürlich da auskickt. Suplex.
Superkick ausgewichen. Ja, und Rollins dreht diesen Neckbreaker dann für sich um. Sollte er ihn eigentlich kassieren von Owens. Und da gibt's jetzt den Ansatz. Dominator! Der Dominator von Lashley. 1, 2, Kickout. Und jetzt der Hurtlock. Da ist der Hurtlock gegen Kevin Owens. Was macht Owens? Er bricht den Hurtlock. Er bricht ihn tatsächlich. Wieder ein Slingblade von Seth Rollins. Nochmal einer gegen Bobby. Aber Kevin Owens, der da aus dem Hurtlock auskickt. Was heißt auskickt? Der da aus dem Hurtlock ausbricht. Das ist die richtige Wortwahl. Ja, Waistlock. Und dann geht Owens in einen Electric Chair, der aber gekontert wird von Rollins. Oh, Backrake. Und da gibt's den Schlag mit dem Kendo-Stick. Und Rollins macht's wieder sehr, sehr schlau. Rollt sich raus aus dem Ring. Rollt sich aus der Gefahrenzone heraus, in der er gepinnt werden könnte. Nur das Jubeln auf dem Apron sollte er vielleicht unterlassen. Und währenddessen Owens jetzt mit dem Go-Home-Driver. Okay, Bobby nimmt sich eine Auszeit. Sehr, sehr schön. Und was für ein Soccer-Kick von Seth Rollins. Clothesline von Owens geht daneben. Dropkick hat auch nur so halb gesessen. Und dieser Neckbreaker hat dann mal so richtig gesessen. Shoulderblock gegen Owens. Das Cover nach einem Shoulderblock. Owens ist raus. Nach einem Shoulderblock. Da hat aber noch irgendwas anderes gesessen. Das war doch nicht nur der Shoulderblock. Jetzt Rollins hier, der die Offensive von Bobby Lashley zu spüren bekommt mit dem Hotshot. Bobby bewaffnet mit dem Kendo-Stick und den zerbricht er über dem Schädel von Rollins. Knee-Strike. Ja, und jetzt ist Owens auch wieder da. Also auch wieder bei uns, wieder wach geworden. Und begibt sich in den Backstage-Bereich. Akzeptiert hier seine Niederlage, währenddessen Bobby mit dem, mit der Powerbomb in der Ringecke. 1, 2, Kickout. Und der Hurtlock. Hurtlock drin gegen Seth Rollins. Kann Rollins es aushalten? Kann er es aushalten oder kann er ausbrechen? Er bricht aus. Er tritt ihm auf den Fuß und zeigt eine Art Stunner. Da wieder das nächste Knie. Reicht das? 1. Nein. Bobby Lashley kickt da schon bei 1 aus. Und Crossface. Crossface von Seth Rollins. Und wir sehen, wie Lashley leidet. Lashley kann sich aber draus befreien. Was für ein Hin und Her hier. Back Elbow. Was für ein Hin und Her der beiden. Jetzt geht's in den nächsten Dominator. Wenn es nach Lashley geht. Und der geht auch durch. Aber kein Pin. Lashley holt sich die nächste Ringtreppe. Rollins aber wieder auf den Beinen und schlägt zuerst zu. Da fehlte Bobby scheinbar ein bisschen die Orientierung. Und okay.
Rollins wollte da draußen irgendwas zeigen, wird gekontert von Bobby Lashley, der dann diesen Facebuster zeigt, fast hier auf die Ringtreppe. Single Leg Lariat. Entschuldigung, Single Leg Dropkick natürlich. Und dann in den Knockout Elbow. Rollins sieht gerade wirklich so aus, als könnte er Bobby Lashley hinter sich lassen. Wir dürfen nicht vergessen, Bobby Lashley erst mit 2 Niederlagen hier bei SmackDown. Im King of the Ring Turnier gegen Shinsuke Nakamura verloren und dann gegen Randy Orton. Als es darum ging, wer der Gegner in dem Sinne von Bray Wyatt wird bei Changing Games im Match der stärksten Statistiken. Und Bobby mit dem nächsten Kendo-Stick schlägt hier auf den Bauch, auf die Rippengegend ein. Und dann sehr gut abgewehrt von Seth mit dem Single-Leg-Dropkick erneut. Jetzt geht's auch zurück in den Ring. Da liegen auch noch die Reste des alten Kendo-Sticks. Und wieder der Hurtlock. Out of nowhere schon gefühlt. Und wieder tritt Rollins Bobby auf den Fuß, zeigt wieder diesen Stunner. Whip-in von Bobby. Ja, Schlag geht daneben, aber er wehrt auch die nächste Offensive von Rollins ab. Geht jetzt hier in diesen Stalling Suplex und zeigt seine Kraft. Sehr, sehr lange gehalten. Nimmt dann sogar einen Arm weg. Und da geht es nach unten. 1, 2 und 3. Bobby Lashley steht also im Match in 2 Wochen. Er steht quasi im Number One Contenders Match. So kann man es natürlich sagen. Und ich bin sehr gespannt, wer dann sein Gegner sein wird. Das werden wir in der nächsten Woche erfahren. Aber sehr, sehr dominant. Erst Kevin Owens mit einem Shoulderblock ausscheiden lassen hier. Und dann Seth Rollins mit dem Vertical Stalling Suplex. Wer auch immer sich in der nächsten Woche durchsetzt, seid gewarnt. Oder sei gewarnt. Sehr, sehr schönes Match. Gratulation an Bobby Lashley und wir machen einen kurzen Cut. Dann geht es in unser Intercontinental Title Match. Cody Rhodes gegen The Miz. Die Story dahinter erkläre ich euch gleich gerne nochmal. The following contest is scheduled for 1-4. That is for the WWE Intercontinental Championship. Danke an Mike Rome. The Miz kommt heraus. Es ist sein Debüt in diesem Universe Mode bei SmackDown. Das Ganze kam zustande, als er gedraftet wurde. Er wurde von Raw zu SmackDown gedraftet, von William Regal. Und er beschwerte sich. Hatte sich ja eigentlich mit Logan Paul zusammen bei Raw eine Möglichkeit erkämpft, errungen, sagt es wie ihr möchtet, um gegen Tommaso Ciampa anzutreten, um ja eventuell United States Champion werden zu können. Daraus wird dann natürlich nichts. Er wurde aus dem
Tag Team gerissen. Die A-Listers sind damit Geschichte. Und er will. Er will nicht. Er wollte. Er wollte nicht rüber zu SmackDown. Bis dann eben Cody Rhodes ihm sagte, er soll sich doch beruhigen und Profi sein. Und ja, irgendwie haben sie sich dann zu diesem IC-Title-Match entschieden. Cody hat es sehr, sehr gerne angenommen. Ist ein Fighting Champion. Hat das Ding ja erst vor 2 Wochen bei SmackDown gewonnen, natürlich, Entschuldigung. Gegen Brock Lesnar konnte er sich da durchsetzen. Bei Changing Games gewann er gegen den US-Champion Tommaso Ciampa. Und jetzt verteidigt er seinen Titel zum ersten Mal. Der American Nightmare. Und Cody Rhodes gegen The Miz, das ist auf jeden Fall ein Traummatch, wenn es auch noch gleichzeitig um diesen Titel geht. Beide haben in den letzten Jahren definitiv diesen Intercontinental Title geprägt. Cody hat ihn ja wieder eingeführt. Exakt diesen Gürtel. Und The Miz, der gewann ihn recht häufig. Hat ihn auch sehr lange halten können. Schauen wir doch mal, wohin es hier führt, wenn die beiden um den Intercontinental Heavyweight Wrestling Championship antreten. Mike Rome mit den Introductions. Introducing the challenger from Hollywood, California, weighing in at 221 pounds, The Miz! Sehr beliebt, auf jeden Fall, sehr beliebt. And his opponent from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, he is the WWE Intercontinental Champion, The Und wir dürfen auch nicht vergessen, Logan Paul hatte bei Raw ein US-Title-Match oder das US-Title-Match und hat das verloren. The Miz, ebenfalls Ex-Mitglied der A-Listers, hat sofort in seiner ersten Woche bei SmackDown, meine Güte, das IC-Title-Match. Beide hätten also die Möglichkeit gehabt, nach Changing Games sofort die Champions hier zu werden. Beziehungsweise Logan Paul hatte sie, The Miz hat sie noch, los geht's. Und Cody, ja, der fängt mal direkt an hier mit Dark Matter, direkt mit einem der Moves aus seiner Stardust-Zeit. Bin gerade unsicher, ob Stardust oder ob er als Stardust Titel gewinnen konnte außerhalb der Tag Team Division. Ich glaube aber eigentlich nicht, oder? So, Snap Suplex hier von The Miz. Wir wissen, beide sind großartige Athleten im Ring. Disaster Kick. Wir wissen, beide sind großartige IC Champions. Auch sehr schön hier. Aber auch Cody hat sich natürlich in den letzten Jahren, in denen er nicht in der WWE war, deutlich gesteigert, deutlich verbessert, deutlich mehr dazugelernt. In der Zwischenzeit wurde The Miz auch nochmal WWE-Champion unter anderem. Also auch erfahrener geworden, beide natürlich.
Nur bin ich mir relativ sicher, dass Cody mehr Sachen, mehr verschiedene Eindrücke gesammelt hat. Und da gibt es schon das Crossface, aber da befreit sich The Miz problemlos, würde ich fast behaupten. Low Dropkick hier, tritt ihm das Bein weg. Und Cody nimmt sich eine kurze Auszeit. Alles in Ordnung, kommt mit der Clothesline wieder in den Ring zurück. Ja, der Neck Crank. Überdehnt da die Nackenmuskulatur, das Cover. Eins, zwei, Kickout. Ja, Cody konnte das Match gegen Brock Lesnar also gewinnen vor zwei Wochen, vor drei Wochen gegen Buddy Matthews, um überhaupt gegen Brock Lesnar antreten zu dürfen. Er besiegte also schon zwei Mitglieder des Beast Empire, was natürlich auch mal hier herauszustellen ist. Und The Miz mit dem Elbow. Der hat schon sehr viele Matches beendet. Eins. Aber nicht dieses. Cody Rhodes kickt bei 1 aus. Ja, die It-Kicks. Oh oh. Skull-Crushing Finale. 1, 2 und nochmal ein Kickout. Und The Miz kann es nicht fassen. The Miz kann es einfach nicht fassen, dass Cody Rhodes immer noch Teilnehmer an diesem Match ist. Ja, Suplex Throw. Jetzt einmal quer durch den Ring. Und da kontert dann The Miz. Das hätte wohl schon Crossroads werden sollen. Und da geht's in den kurzgezogenen DDT. Cody rettet sich auf den Apron. Anders kann ich es gerade gar nicht sagen. Was macht Miz? Ah, zeigt einen Schlag und dann kontert Cody. Springboard in den Shotgun Dropkick. Knie ins Gesicht. Cody ist on fire und die Zuschauer sind komplett hinter ihm. Und da gibt's Blut beim A-Lister. Blut bei The Miz. Wieder der Suplex-Throw. Und da wird die Platzwunde weiter geöffnet. Okay, Cody auf dem obersten Seil. Will aber den stehenden Gegner. Ich dachte schon, da kommt eventuell der Moonsault. Es ist nochmal ein Dropkick. Missile Dropkick. Vom obersten Seil. Und jetzt. Crossroads. Eins. Zwei. Und drei. Cody Rhodes verteidigt. Ein dominanter Fighting IC Champion. Gratulation an Cody Rhodes zur Titelverteidigung. Sehr, sehr überraschend. Sehr, sehr überraschend, dass ein Crossroads reicht, nachdem Cody gezeigt hat, dass ein Skull-Crashing-Finale für ihn nicht genug ist. Ja, und somit ist The Miz zweimal quasi das Maul gestopft worden. Einmal beim Draft, als Cody ihn verstummen ließ, oder in seiner Tirade unterbrach, wie auch immer man es nennen möchte, The Miz dort
eben dieses Angebot machte und jetzt schlägt er ihn. Und bleibt Intercontinental Champion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es dann für diese Woche oder für heute mit Friday Night SmackDown. Bei Raw. Ich bin sehr gespannt, ob Raw sich irgendwas überlegen wird. Wir werden da auf jeden Fall sehen. Randy Orton gegen Logan Paul. Ja, wenn es noch mal um eine Chance geht, um den United States Titel. Und bei SmackDown geht es dann beim nächsten Mal, ja, in das angesprochene Tag Team Match natürlich, was Roman Reigns MJF noch erzählt hatte oder von dem er berichtet hatte und natürlich noch die zweite Hälfte, das zweite Triple Threat Match, um eben den Spot im Number One Contenders Match neben Bobby Lashley in der dritten Woche zu haben. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao.